Das ist ja Irrsinn. Also wenn ich Kohfeldt wäre, gut, ich habe gut reden jetzt hier, würde ich sagen, spätestens nach dieser Pressekonferenz, ich danke für das ausgesprochene Vertrauen, nehme es aber hiermit nicht an. Also erstens, wir hatten auch, das klang so, wir wollten auch einen richtigen Trainer, haben wir nicht gekriegt, nehmen wir den. Gut, und wir sind aber fest davon überzeugt, dass wir mit ihm, so, ich frage dich jetzt Dankeschön, aber das ist lieb als von dir. Ehemaligen Topspieler, wenn du so etwas, eine solche Pressekonferenz hörst und weißt, das ist jetzt mein neuer Trainer und du bist Mannschaftskapitän, gehst in die Kabine, fragst du nicht, Leute, was machen wir jetzt? Oder findest du das gut? Das Realsatire. Wir fangen mal ganz. Ja, aber zumindest war er ehrlich. Zumindest war er ehrlich. Wir werfen den Bundesliga-Managern immer Unehrlichkeit vor. Und warum sagen die nicht die Wahrheit? Jetzt gut, sag mal einer die Wahrheit. Jetzt motzen wir wieder. Ich glaube, Kohfeldt war auch die ganze Zeit eingeweiht. Also für ihn kam das nicht überraschend. Der wusste, dass die auch andere Trainer suchen, haben halt keinen besseren gefunden. Und er nutzt jetzt seine Chance oder will sie nutzen. Aber die Mannschaft, die das nicht als Alibi nimmt genau. Wenn es eng wird, die zeigen sie mir. Es ist so, dass wir natürlich nochmal erstmal eine sehr, sehr große Liste hatten. Ne, das ging wirklich von jungen Trainern, erfahrene Trainer, Top-Lösungen. Das ging ins Ausland bis nach Südamerika. Das ging natürlich Bundesliga-erfahrene Trainer hat das betroffen. Und dann haben wir natürlich den Kreis immer enger gezurrt. So, Marcel, jetzt kommst du wieder. Den Kreis immer enger gezurrt oder hat sich die Schlinge um unseren Hals immer weiter zugezogen? Nein, das ist, Leute, das ist wirklich ohne Häme, aber ja, ich finde, hat auch mit Häme nichts zu tun. So kannst du so etwas nicht verkaufen. Das ist ein gestandener Bundesliga-Club, und da geht es wirklich jetzt langsam darum, dass Werder Bremen wieder irgendwie in Tritt kommt. Ja. Es sind einige Dinge schiefgegangen, das gibt es, kann passieren. Allerdings zwei Schüsse, wenn die nicht sitzen, und dann kommt machst du den dritten und den läutest du mit so ein. Da muss ich sagen, also das ist mir zu hoch. Ja, das muss sich Frank Baumann natürlich dann auch im Misserfolgsfall vorwerfen lassen, dass, wenn es schief geht mit Kohfeldt, dass er dann die Notoption dann zu spät zieht. Und das wäre dann auch sein Abstieg. Das kann man schon so sagen.